Rückenwind heißen die Besinnungstage, die wir hier in Danzenberg bei Klagenfurt erlebt haben. Die katholische Kirche Kärntens hat diese Besinnungstage organisiert, zu der über 100 junge Leute gekommen sind. Was wir in diesen Tagen erlebt haben, das sagen wir euch jetzt. Hallo, ich bin der Felix. Ich bin eigentlich so hergekommen, weil ich eigentlich beten und singen wollte. Und es hat sich eigentlich absolut erfüllt. Es ist einfach wunderschön gewesen mit Lobpreiszeit, Abend der Barmherzigkeit, einfach viel Gesang. Es war wunderschön und einfach, ich würde jedem empfehlen, kommt einfach her und schaut es euch an. Hallo, ich bin die Hanna und ich kann euch gleich sagen, es ist einfach super. Da ist eine Gemeinschaft, jeder ist so wie er ist, keiner braucht sich verstellen. Und kommt her, schaut es euch an, es wird euch gefallen. Hallo, ich bin die Miriam. Und ich habe jetzt an drei Sachen erfahren dürfen. Erstens, Gott vergibt. Zweitens, er heilt dich. Und drittens, er macht dich komplett neu. Hallo, ich bin der Luca. Ich bin jetzt schon zum vierten Mal bei Rückenwind. Und es ist immer wieder schön, die Gemeinschaft zu spüren, gemeinsam beten, Gott alles geben und nachher gestärkt wieder in den Alltag zurückzukehren. Hallo, ich bin Andreas. Ich bin zum ersten Mal bei Rückenwind. Und bevor ich hergekommen bin, habe ich mich für Religion und so nicht interessiert. Und dann habe ich da die ganzen Leute singen, das ganze Singen und so. Und dann habe ich gemerkt, dass Religion und Glauben auch Spaß machen können. Hallo, ich bin Laura und ich finde, es ist da eine schöne, große Gemeinschaft und es ist immer lustig. Mir hat in diesen Tagen besonders gefallen, dass wir viel Zeit hatten zum Lobpreis, Gott zu loben. Und ich denke, dass hier ein neuer Wind für viele in ihr Leben gekommen ist, ein Hauch der Ewigkeit. Denn das ist für mich Ewigkeit, Gott zu loben, wie es ein Psalm sagt, gepriesen sei der Herr von nun an bis in Ewigkeit.